Thomas, weißt du noch, was deine ersten Gedanken waren, als du deinen ersten Tag hier hattest? Ja, ich war natürlich unheimlich neugierig. Ein Haus mit knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hatte aber das große Glück, dass tatsächlich gleich am Anfang meiner Zeit hier wir über Mitarbeiterbefragungen und die Ergebnisse gesprochen haben. Und ich durfte moderieren und deshalb bin ich ganz schnell hier in diesem Raum in Kontakt gekommen. Und insofern ging es ganz schnell. Und wie lange hat es gedauert, bis du dich sozusagen als Teil der Handwerksfamilie gefühlt hast? Ja, wir sagen ja immer, Peter, das geht ganz schnell auch draußen im Handwerk. Und so war es auch hier im Haus. Es ist einfach eine Willkommenskultur schon damals hier im Haus spürbar gewesen. Und deshalb war das eigentlich ein ganz, ganz kurzer Prozess. Was war denn in den Jahren jetzt sozusagen das, wo du sagst, da bin ich am stolzesten darauf? Also ich glaube schon, Peter, dass es ganz stark die Handwerk 2025 Strategieoffensive war, die ja das Thema Personal auch mit im Vordergrund hatte. Und so konnten wir als Haus auch ganz stark in die Unternehmerschaft reinwirken zum Thema Mitarbeiterbindung finden, Fachkräftesicherung. Das hat sich eigentlich über die 6 Jahre wirklich durchgezogen. Angetreten bin ich damals mit dem Thema Digitalisierung im Handwerk. Da durfte ich viel erleben. Ich habe so tolle Betriebe erlebt, so digitale Handwerksunternehmen und so viel Innovation konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen. Und was war wahrscheinlich Corona, aber was war so die größte Krise oder die größten Schwierigkeiten in den Jahren? In der Tat, es war Covid-19, Corona. Und spätestens zu dem Zeitpunkt durfte ich noch mal erleben, wie intensiv die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier zusammenstehen. Also was wir in dieser Zeit gemeinsam gestaltet haben an Unterstützungsleistung, das war für mich, also ich hätte sie nicht gebraucht, keiner hätte sie gebraucht, die Krise, aber sie hat für mich nochmal den Effekt gehabt zu sehen, was hier für wirklich leistungsorientierte, hinschauende Menschen unterwegs sind im Haus. Und was wünschst du dem Handwerk? Dem Handwerk wünsche ich in dieser Zeit der Transformation, der Veränderung weiterhin am Ball zu bleiben. Und es gibt eine ganz große Anzahl von Unternehmern, wo ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass es gut gelingt. Aber schauen wir mal, dass wir auch die mitnehmen, die vielleicht im Augenblick das aus welchen Gründen auch immer noch gar nicht so vor Augen haben. Und es wird die Veränderung geben und das braucht die Bereitschaft in der Unternehmerschaft, sich auch tatsächlich einzulassen. Und was wirst du am meisten vermissen? Also keine Frage, die knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werde ich sehr vermissen. Ich werde übrigens auch die Zeit vermissen, die ich jetzt mit dir hier hatte in dem einen Monat. Es hat einfach Spaß gemacht, diesen Übergang zu gestalten. Ja, vielleicht mal im Wechsel. Du bist jetzt dann knapp einen Monat hier im Haus. Kennen tun wir uns schon seit einem Dreivierteljahr. Was sind das für Gedanken jetzt für dich zu dieser Zeit, kurz bevor es losgeht? Also auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen überrascht, ist es erstmal tatsächlich ein Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit dir gegenüber, weil ich glaube, eine bessere Einarbeitung kann man sich echt nicht wünschen. Und das ja auch immer noch unter Corona-Bedingungen, das darf man nicht vergessen, das ja immer noch für den Arbeitsalltag durchaus viele Einschränkungen bereithält und eine Organisation, so eine vielfältige, so eine große Organisation kennenzulernen unter diesen Bedingungen, das ist schon eine Herausforderung und ich bin sehr dankbar dafür, wie gut es von dir, von den ganzen Mitarbeitern hier im Hause, aber auch von den Ehrenamtlern, wie das sozusagen mir, welche Offenheit, welcher warmherziger Empfang mir bereitet wurde und wie schnell ich sozusagen hier reinfinden durfte und das überwiegt momentan natürlich noch ganz viel Neugier und auch das Gefühl, noch ganz viel lernen zu müssen. Aber da freue ich mich auch drauf, weil das macht eigentlich mit am meisten Spaß, Neues zu erleben, die Vielfalt zu erleben. Und insofern war jetzt jeder Arbeitstag, den ich bisher begonnen habe, war anders. Der Zauber des Anfangs wird wahrscheinlich irgendwann mal verfliegen. Das ist immer so. Aber ich glaube, es bleibt so vielfältig und so spannend. Ja, es gibt ja diesen Brauch 100 Tage im Amt und den Blick auf die 100 Tage und auf die Zukunft. Ich sage jetzt mal, was deine Amtszeit anbelangt, noch 0 Tage im Amt, weil es beginnt am 1. März.
Was ist das für ein Blick, was die Herausforderungen im Handwerk anbelangt? Also ich glaube, das Thema Digitalisierung bleibt sozusagen als eine Daueraufgabe, ja, weil das verändert unser Leben. Das erleben wir ja, jeder von uns in seinem Alltag, die Betriebe erleben das. Also Digitalisierung ist der eine große Trend, der das Handwerk maßgeblich verändern wird, aber auch die Arbeit der Kammer selbst und die Situation, der Arbeitsplatz der Mitarbeiter hier im Haus, auch in der BIA, wo natürlich die Frage digitaler Bildungsangebote und die Anschlussfähigkeit ein ganz großes Thema ist. Die zweite große Entwicklung ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, nicht nur Klimaschutz, das ist auch wichtig, aber zu zeigen, dass sozusagen praktischer Klimaschutz findet durchs Handwerk statt und bietet auch eine Riesenchance für jede junge Frau, jeden jungen Mann, tatsächlich was aktiv gestalterisch zu tun. Das sind die beiden großen Entwicklungen und das Ganze steht quasi in der Transformation für das Handwerk, die natürlich bedeutet, wir brauchen weiterhin Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Das ist die Hauptanstrengung des ganzen Hauses. Das ist die Hauptherausforderung für das Handwerk, um die beiden großen Trends eben zu bewältigen und das Handwerk wirklich zukunftsfähig zu machen. Vielen Dank. Ja, vielleicht abschließend von meiner Seite. Was würdest du denn reinrufen wollen heute ins Haus, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören sollten und hören dürften? Also reinrufen würde ich erstmal, wir wollen jetzt zusammen deinen Abschied und mein Ankommen feiern. Das sollte auch Anlass tatsächlich zur Freude sein. Also ich habe schon den Eindruck, das ganze Haus ist natürlich traurig, dass du gehst, aber es ist ja auch ein schöner Abschnitt. Es ist für dich ein schöner Abschnitt, es ist für mich eine tolle neue Aufgabe. Also insofern fände ich, dass wir das zusammen auch noch feiern können, auch wieder unter Corona-Bedingungen. Aber das finde ich eigentlich wichtig, dass man auch solche Momente auch zusammen feiert. Und ich bin ein anderer Typ als du, ich werde viele Dinge anders machen, aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich jemand anderes bin, mit Gewalt was anders tun wollen, weil ich habe ein hervorragend aufgestelltes Haus, ein super motiviertes Team, hervorragend qualifizierte Mitarbeiter vorgefunden, ganz viel ist davon dein Verdienst, auf das kann ich aufbauen und das heißt auch wirklich aufbauen, das heißt nicht jetzt die Richtung, den Weg zu ändern, sondern daran weiterzuarbeiten und darauf freue ich mich. Prima.